Hallo, hier ist der Alex und willkommen zu einem neuen Video bei Turn-On. Ihr fragt euch wahrscheinlich gerade, was ist das denn für ein Format? Nun, für all diejenigen, die zu Hause schon einen Hochkantfernseher haben, die werden sich vielleicht diese Frage nicht stellen, denn die sehen mich gerade in einem perfekt ausgefüllten Bildschirm. Ja, aber Moment, für alle anderen... So, okay, nee, das klappt irgendwie noch nicht so. Also, warum wir heute über Fernseher reden, ist ganz einfach. Denn wir haben uns mal zusammengesetzt und wir sind zu einem Schluss gekommen, Fernseher, so wie es sie heutzutage gibt, sind eigentlich schon, nicht nur jetzt, sondern schon auch seit einer Weile genauso langweilig wie Smartphones. Und da fragt man sich, warum? Denn eigentlich gibt es schon viele Fernseher, die nicht so langweilig sind wie das, was man sonst immer so im Wohnzimmer stehen hat, als schwarzes Rechteck, das da einfach so ein tristes Dasein verweilt. Zumindest ihr kennt das rückblickend auf Messen und Co., eine IFA oder weiß der Geier. Es gab immer von einem Hersteller so eine Ecke, wo Fernseher gezeigt wurden, die halt mal ganz anders aussehen, die nicht mit Specs punkten konnten, also mit 95 Zoll, 12K, OLED, hast du nicht gesehen, sondern die auf Design Wert gelegt haben. Also auf ein Stück Technik in einem Rahmen, das sich eher als Möbelstück einfügt in seine Umgebung, nicht zwingend als technisches Gerät mit Spec-Porn, you know? Als Schnellschuss ein Video mit Culture Candela gedreht in 8K, damit man hier mal ein bisschen besser sehen kann, wie das dann im Optimalfall aussieht, wenn sie sich so irgendwann mal irgendwann durchsetzt. Es wurde halt dann immer von vielen eher so zur Seite geschoben, weil es ja nicht das Neueste und Geilste hatte, was ja vermeintlich jeder braucht, sondern es war dann immer etwas ältere, in Anführungszeichen, oder zweckmäßigere Technik oder auch etabliertere Technik in einem schicken Gehäuse, aber zu einem höheren Preis oder gleich hohen Preis wie die eigentlich viel besser ausgestatteten Fernseher, die aber stinklangweilig aussehen. Und das ist in den Köpfen vieler dann eher so ein Punkt zu sagen, nee, dann will ich es ja nicht. But why? Und deswegen sind wir heute für euch da, um euch mal zu zeigen, dass es eben auch anders geht. Wenn man bereit ist zu sagen, ich gehe diesen Schritt, einen Fernseher als Möbelstück zu betrachten oder als etwas, das in meinen Alltag passt und nicht nur als technisches Ding, dann habt ihr so viel mehr davon als einfach nur ein Fernseher. Denn ihr dürft nicht vergessen, Fernseher sind ja nicht immer im klassischen Sinne diese Kisten, die irgendwo im Mittelpunkt eines Raumes stehen, wo sich dann die Familie jeden Samstagabend versammelt davor und Thomas Gottschalk guckt und sowas. Ich meine, das war ja mal so. Da war das die Flimmerkiste und der Lagerfeuerplatz für die ganze Familie. Ein Fernseher ist heutzutage eigentlich etwas, was entweder für die ältere Generation entscheidend ist oder was für die jüngere Generation so nebenbei plätschert. Oder vielleicht eine Möglichkeit, wenn die Inhalte auf dem Smartphone nicht mehr geguckt werden können, dann auf groß angezeigt werden. YouTube-Videos kann man mit einem Klick wupp, rüberschmeißen und bums, hat man auf dem großen Display. Oder im, in Anführungszeichen, klassischen Sinne, wenn man halt Videospiele spielen will, zocken will, Xbox, PlayStation, Switch und Co., gibt es eben auch Fernseher, die sich da mittlerweile wieder mehr versuchen, Fuß zu fassen. Da werden wir auch noch ein Video zu machen, denn LG hat dann OLED rausgebracht, ein 48 Zoll OLED mit G-Sync und nicht nur 60, sondern 120 bzw. 144 Hertz, der gleichzeitig Gaming-Monitor, aber auch Fernseher ist. Aber dazu werden wir euch dann noch weiter mit Content versorgen. Wenn man jetzt mal schaut, wenn ein Fernseher jetzt mehr machen muss, als nur Fernsehprogramme anzeigen, dann bieten sich eben solche Kisten wie das Zero von Samsung an. Ein Fernseher an Hochkant, das mal sacken zu lassen, habe ich auch einen Moment für gebraucht. Aber sobald es geschehen ist, dann weiß man, wow, das ist eigentlich ein No-Brainer, wie Schuppen von den Augen. Die machen das hier als Stand, als Möbelobjekt in schick, wie bei deren Telefon, deren Fold-Serie bzw. Flip-Serie. Und das Ganze auch genauso seamless. Das heißt, wenn ihr euch entscheiden wollt zwischen den Inhalten, dann ist es kein großes Tobo-Wabo, das ihr veranstalten müsst. Entweder sagt ihr auf dem Telefon, klick, ich gucke Hochkant, oder klick, ich gucke es in Quer, oder auf der Fernbedienung, klick, ich guck's in Quer oder klick, ich guck's in Hochkant, je nachdem, was ich gerade für den Inhalt konsumieren möchte, beziehungsweise was gerade entscheidend ist für das, was ich machen möchte. Und damit greifen wir eigentlich auch schon ein Thema vorweg, das wir natürlich noch ein bisschen mehr im Detail uns anschauen wollen. Deswegen, wir haben uns mal kurz zusammengesetzt und überlegt, was kann man denn eigentlich mit einem Hochkant-Fernseher theoretisch alles anstellen? Also, seid gespannt. Ja,
Ich meine, starten wir nochmal ganz simpel. Die Fernbedienung, die dabei ist, auch wenn es ein 2020 Samsung-Gerät ist, ist trotzdem so, wie man es kennt. Das ist doch schon mal gut. Neue Technik, neues Format, aber das, was man in der Hand hat, ist bekannt. Bis auf der eine Knopf da oben. Das ist der Dreh dich um 90 Grad Knopf. Das Ganze funktioniert automatisch und auf keinen Fall manuell, sonst macht ihr das Ganze, was da drin ist, an Technik kaputt. Aber so ist das ja meistens. Deswegen Finger weg. Wenn ihr euch dann durch das Menü navigiert im Fernseher, ist eigentlich auch alles so, wie ihr es kennt. Das ist auch gut. Es ist natürlich, weil die neueste Technologie, der neueste Prozessor verbaut ist, auch ein Stückchen schneller. Weil mittlerweile ist ja das, was auf dem Fernseher so läuft, an Apps und Auswahlmöglichkeiten und auch das, was man an der Menge installieren kann zum Durchscrollen, so enorm geworden, dass man, je älter die Fernseher werden, natürlich auch die Technik da drin mehr und mehr schwitzen muss. Aber hier habt ihr das, was gerade top-notch ist, und ihr könnt dann eben auch Spotify drauf installieren, Vaipu, mein persönlicher Favorite. Und auch die Klassiker wie Netflix, Prime Video, YouTube und Co. Und wenn man sich noch weiter durchscrollt, Menü, das ist eigentlich also, wie man das kennt. Auch bei Ambient Mode, das kennt man auch vom Frame oder Serif, wenn man eben das Ganze aussehen lassen möchte wie ein Gemälde. Wenn man einmal runterscrollt, hat man hier so eine, nennen wir es mal, Werbefläche für Sender und Mediatheken, um schnell auf etwas zugreifen zu können, was vielleicht für einen gerade interessant sein könnte. Auch da schwingt wieder so ein bisschen Algorithmus mit, je nachdem, was ihr da so guckt und installiert habt an Apps, wie zum Beispiel die ZDF-Mediathek und Co. Und dann gibt es zwei Besonderheiten, die es aber so noch nicht gegeben hat bei einem Samsung-Fernseher, sondern nur Zero exklusiv sind. Nummer eins ist denn der Intelligent Mode, der hier auch im Zusammenspiel mit den gleich zu sehenden Porträt-Wallpaper arbeitet, aber auch mit den Inhalten, die ihr auswählt und die Inhalte, die gezeigt werden, je nach Sender und App und Co. Das richtet sich dann danach, was ihr für eine Umgebung habt, wie die räumlichen Gegebenheiten sind. So ein bisschen wie bei Sonos, dieses automatische True Tone. Wenn ihr da durch den Raum lauft mit eurem Smartphone und der Raum abgecheckt wird, um das Ganze tontechnisch, aber auch bildtechnisch optimal aussehen zu lassen. Und das hat nämlich einen Grund, denn im Fuß dieses Fernsehers ist eine 60 Watt Soundanlage verbaut, mit Subwoofer, mit und Hochtönern. Das muss also auch schon ganz geil abgestimmt sein, damit es perfekt klingt in eurer Bude. Aber ist auch so eine Eigenart dieses Fernsehers, die sonst eigentlich keiner hat. Aber wenn so ein Fuß schon da ist, warum nicht? Und Nummer zwei, wie eben schon angerissen, der Porträtmodus. Wenn ihr da einmal drauf drückt, dann gehen wir von unserer Queransicht auf die Hochkantansicht und dann habt ihr hier die Möglichkeit, euch so eine Art, nennen wir es mal, Screensaver anzuzeigen. Das ist jetzt eine Uhr und wenn wir drauf tippen, können wir diesen Kategorie Uhr ändern in unterschiedliche Ansichten, wie zum Beispiel eine Slice, das kennt man vielleicht noch in diesem minimalistischen Stil von den Samsung-Telefonen. Wir können auch weitergehen, Twinkle, es geht aber noch weiter. Neben der Analog-Uhr gibt es dann auch noch so etwas verspieltere Sachen wie Neon, hat schon fast eine kindliche Anmutung. Dann gibt es auch noch hier ein bisschen was Mysteriöses, als würde man so durch Bäume eines Waldes gucken, noch minimalistischer, die berühmten Uhren, dann wird es ein bisschen designtechnischer und. Wir können aber auch weitergehen und das Ganze ein klassisches Hintergrundbild nehmen, Andy Warhol oder was auch immer da noch kommt. Dann gibt es auch eigene Bilder, die ihr nutzen könnt, auch in Hochauflösungsqualität. Cinemagramm bedeutet, dass ihr dann Fotos bzw. eine Art GIF-Animation im Endlos-Loop habt. Das gibt es auch bei den Samsung-Kühlschränken beispielsweise. Oder dann gibt es die Tonwand. Das ist etwas, das sich auch je nach Umgebungslicht und Umgebungslautstärke variiert. Also so eine Art Equalizer einer Jukebox oder wenn ihr auch nebenbei Dinge laufen habt wie Spotify. Und dann drückt ihr einfach drauf und dann passt sich das an. Dieses in Anführungszeichen Live-Bild, das dann live generiert wird und ist dann auch als Deko-Objekt eine schöne, runde Sache. Also so viel zu den klassischen Elementen, die ihr dann in den Einstellungen mit der Fernbedienung im Fernseher finden könnt. Aber es geht natürlich auch noch mehr. Denn die nächste Möglichkeit sind Smartphones. Und ich fange mal an mit iOS, denn das wird die unspannendste Variante, um zu zeigen, was dieser Fernseher theoretisch könnte. Mit iOS ist es so, wenn man jetzt die App von Samsung SmartThings hat, die ja auch für andere Geräte noch geht, von Samsung wie Kühlschränke und Co., habt ihr die volle Kontrolle über das Telefon. Über den Fernseher. Es muss nur im gleichen WLAN verbunden sein und dann könnt ihr auch hier die Hintergründe ändern. Die sind halt hier auch gespiegelt und könnt da drauf tippen und dann ist es fein. Ihr könnt die Apps sortieren bzw. auswählen, die Lautstärke ändern und so weiter. Habt dann auch hier die Möglichkeit noch Kalenderbenachrichtigungen einzuschalten, damit ihr dann auch die Erinnerung habt, wenn ihr einen Termin habt oder sowas. Könnt dann entsprechend die Kontakte damit verknüpfen, könnt dann auch sagen, ich will meine tägliche Zusammenfassung haben und so weiter und so fort. That's it. Denn jetzt kommt nämlich ein kleiner Downer, auch wenn ihr im Hochformat seid und jetzt eure Inhalte über AirPlay auf dem Fernseher schauen wollt. So, dann schicke ich mal kurz meine Inhalte dorthin und dann gibt es die Benachrichtigung. Für diese App ist der Querformat erforderlich.
dann dreht sich der Fernseher automatisch. All das, was dort an Apple hinterlegt ist, startet dann und naja, dann schaut man sich das Ganze im ersten Anlauf sogar falsch kodiert im Hochquerformat an. Und das ist halt ziemlich schade. Da denkt man sich, naja, es ist doch genau dafür gemacht, warum sieht es jetzt so aus, wie es aussieht? Sad. Das heißt also, wir müssen uns umschauen auf Android. Denn hier zeigt sich eine ganz neue oder andere Möglichkeit, den Fernseher zu nutzen. Wobei man dazu sagen muss, das Ganze funktioniert wahrscheinlich im Ökosystem der Samsung-Geräte am besten. Denn die SmartThings-App gibt es dann natürlich auch für andere Geräte wie von Huawei und Co. Aber, Entschuldigung. Nun, dürfen wir Ärsche und Titten zeigen? Also, wenn wir uns jetzt ein Android-Handy nehmen, dann haben wir ganz neue Möglichkeiten oder andere, bessere Möglichkeiten, muss man dazu sagen, mit dem Fernseher zu agieren als mit iOS. Denn es gibt auch hier die SmartThings-App für andere Geräte, wie von Huawei zum Beispiel oder Xiaomi und wen es da noch alles gibt. Aber wenn ihr ein Smartphone von Samsung habt, also ein Galaxy-Produkt, wie in dem Falle das Z Flip, dann bietet euch Samsung aufgrund des Ökosystems eine extrem einfache Möglichkeit, das Ganze zu verbinden. Das heißt, ich ziehe hier einfach nur die Benachrichtigungsleiste runter, drücke auf Smart View und kann dann mit einem Tab den Fernseher auswählen, zack, und alles Weitere passiert jetzt automatisch. Das heißt, ich muss jetzt manuell nichts mehr drücken und es wird perfekt angezeigt, so wie ich es eigentlich auch erwarte im Rahmen der Möglichkeiten des Fernsehers. Jetzt kann man auch noch auswählen, möchte ich hier ein perfektes Bildseitenverhältnis haben oder möchte ich auf dem Fernseher das perfekte Bildseitenverhältnis haben und natürlich auf dem Fernseher. Das heißt, es wird dann hier auf dem Telefon skaliert, weil das nämlich ein anderes Display ist. Es ist ja viel länger als ein klassisches 16:9 bzw. 9:16. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, halt damit auch wirklich herumzuspielen. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, direkt auf TikTok zu gehen, haufenweise TikTok sich anzuschauen in einem Format, das ihr so noch nie erlebt habt, könnt dann aber auch selber in diesem Format TikToks erstellen. Ja, guck mal hier, könnt ihr dann so gesehen auch als Viewfinder nutzen in groß, auch wenn ihr mit Fotos mit anderen machen wollt oder sowas zum Beispiel. Könnt dann auch die Effekte, die man auf TikTok und Co. Nutzen kann, sich nochmal in groß betrachten und überhaupt erstmal verstehen, was da alles passiert in dieser kleinen App. Ihr könnt aber auch zum Beispiel die früheren Dia-Shows nochmal neu aufleben lassen. Das heißt, ihr packt einfach Instagram rauf und könnt dann euren letzten Urlaub oder eure letzten Stories oder was auch immer in groß zeigen im richtigen Bildseitenverhältnis. Das heißt, einfach hier rauf tappen und zack, seht ihr die Stories in einem Format, boah, geil, in einer Größe, was ihr so wahrscheinlich noch nicht gesehen habt. Das ist geil, das macht mit eurem Content wieder was ganz Neues und was ganz anderes. Nice. Aber es gäbe theoretisch auch, wenn man jetzt ganz weit sich aus dem Fenster lehnt, vielleicht mal ein Spiel zu starten. So. Wenn man jetzt mal Call of Duty gestartet und der Fernseher sagt dann auch automatisch, oh, das ist jetzt der Content in Querformat, dann machen wir das doch mal eben. Und während Call of Duty jetzt hier lädt, habt ihr das Ganze hier richtig skaliert, auf dem Telefon in Anführungszeichen falsch skaliert, weil anderes Bildseitenverhältnis. Und wir können uns kurz einloggen. So, den Button schieben wir mal beiseite. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Wir haben ja theoretisch auch so, den Ton mit am Start. Fortsetzen und können jetzt so, am Handy als Controller auf dem Fernseher zocken. Und das Interessante dabei ist, die Verzögerung ist eigentlich fast schon zu vernachlässigen für Mobile Games. Wenn man jetzt unbedingt kompetitiv Fortnite oder sowas spielen möchte, ist es vielleicht wieder eine andere Sache. Aber diese Idee, die zum Beispiel die Wii U damals hatte, hier nochmal in Anführungszeichen modern und geil gesponnen, das jetzt auch einfach so zu haben, das ist einfach nice. Das ist einfach geil, dass es halt geht und so einfach geht, ohne sich da groß noch Hirnschmalz irgendwie reinzustecken. Super. Es gefällt mir super und es funktioniert halt auch so seamless. So, und dann kann man wieder rausgehen, wenn man fertig ist. Und man sagt, das war es jetzt eigentlich mit Handypräsentation. Ich klicke einfach auf Trennen, mache das Handy zu und kann dann hier weiter fleißig Fernsehen gucken, Spotify hören, weil das Soundsystem 4.1 60 Watt Soundsystem leistet das Ganze ja auch, um schön Partybeschallung zu ermöglichen. Fertig. Der Rest ist up to you. Die Grenzen sind eure Kreativität, um damit was anzufangen. Ich meine, was will man mehr? Und das Ganze für etwa 1.500 Euro ist eine Investition, die natürlich etwas ist, was andere Fernseher qualitativ mit 4K OLED und weiß der Geier theoretisch besser könnten. Aber kein anderer Fernseher kann sich als Möbelstück und als Möglichkeit, etwas Neues mal zu nutzen, zu betrachten, einfach seine Wohnung, sein Haus zu ändern, so umsetzen wie dieser Fernseher. Also es lohnt sich, sich da auch mal zu denken, geil,
Diese 100 oder 200 Euro lege ich oben drauf und habe dann aber etwas Uniques, was so sonst keiner einfach so hat. Vielleicht wird das aber auch eines Tages wieder Mainstream, weil das ist dann das, was die Zukunft bringt. Nicht einfach nur eine Lagerfeuerstelle, wo sich alle drumherum hocken und Samstagabendprogramm gucken, sondern ein Ort, an dem man seine kreativen Inhalte auf neue Art und Weise konsumieren oder vielleicht dadurch auch neue Inhalte kreativ kreieren kann. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Es würde mich interessieren, wie eure Meinung dazu ist, und meine kennt ihr jetzt mittlerweile. Ich bin hyped. Vielleicht werde ich noch ein bisschen zocken. Das wäre vielleicht ganz geil.